Ebert, würdest du als Sportdirektor nach Newcastle gehen? Die rufen dich morgen an und sagen, pass auf, hier ist ein Angebot, das kannst du eigentlich nicht ablehnen. Wann kommst du? Also diese Frage stellt sich mir nicht. Und nein, also ich habe Entscheidungen, ich habe falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Aber heute, mittlerweile, würde ich so etwas niemals machen, weil ich auch nicht an dieses Modell glaube. Ich glaube, dass wir, natürlich kann man sagen, wir sind hier eine Insel mit 50+1. Aber ich möchte das erklären, warum ich das für ganz wichtig halte. Dieses ganze Investorengeld, ich habe es eben gefragt, wem soll das nutzen? Das, was Felix vorhin gut und treffend gesagt hat, wir haben immer mehr Geld investiert, es ist immer mehr Geld in den Fußball geflossen. Was bedeutet das? Die Ablösesummen werden höher, die Gehälter werden höher, die Trainer verdienen mehr Geld, wir haben mehr Geld für Installationen, für was weiß ich was alles. Ob der Fußball so viel besser geworden ist, ob die Ausbildung so viel besser geworden ist, ob die Freude, der Spaß, ist ein anderes Thema. Für mich bringt das überhaupt gar nichts. Das ist, für mich ist das vergleichbar mit dem, was wir in der Wirtschaft haben, dass wir durch die Globalisierung immer größere Konzerne haben, immer mehr Geld in bestimmte Richtungen fließt. Für mich geht es um den einzelnen Menschen. Ich möchte mich fragen, wem nützt das Ganze? Und der Fußball ist für mich ein Wert an sich. Und nicht nur, ob wir jetzt nicht nur Bayern München haben, sondern auch Dortmund und Leipzig und vielleicht kommt noch Wolfsburg oder Leverkusen oder je nachdem, wo noch, gut, da ging jetzt nicht andere Investoren hin, aber dass noch 2, 3 Vereine dazukommen, um in Europa erfolgreich zu sein. Sondern für mich stellt sich die Frage, was machen wir mit dem Geld? Ich habe kein Problem damit, wenn Geld in den Fußball kommt, aber was machen wir damit? Nochmal die Frage kurz beantwortet. Da geht es ja jetzt um was anderes. Da geht es auch um die Frage, welches Geld das ist, woher kommt dieses Geld, wer investiert dieses Geld? Wer sind die Leute hinter diesem Geld? Wenn die anrufen würden, du wirst... Ja, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Aber ich rede ja nicht nur davon. Das ist für mich völlig klar, dass das für mich nicht in Frage käme, weil ich das überall sehe mittlerweile, dass der Fußball benutzt wird, auch aus ökonomischen Gründen. Da bin ich ganz sicher, dass Saudi-Arabien große Probleme hat, eine eigene Wirtschaft aufzubauen, wenn sie nicht mehr das Öl verkaufen. Da geht gar keiner hin. Das heißt, sie müssen hier investieren. Das ist nur ein Ausgangspunkt. Und deswegen werden sie viel Geld investieren, um mit Newcastle erfolgreich zu sein, damit sie woanders gut angesehen sind. Denn im Moment möchten sich so viele, jedenfalls nicht öffentlich, die Finger verbrennen. Also, aber ein Teil der Aussage von Felix Magath ist natürlich richtig. Ich wollte gerade sagen, offenbar habe ich nur das Problem heute Abend hier. Viele Fans, auch von Newcastle United, sehen darin gar kein Problem. Wenn man sich das Geld von Abramovich anguckt, auch Herkunft in gewissen Teilen zumindest relativ unklar, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Auch bei den Kataris weiß man nicht so ganz genau, woher das Geld immer kommt und wie die Menschenrechtssituation ist. Die Fans sagen, ist mir egal. Sie sagten gerade, das hat Paris richtig attraktiv gemacht, als das große Geld kam. Ja, also attraktiv würde ich, also bisher hat man immer noch keine wirklich funktionierende Mannschaft. Man hat große Namen, aber es ist noch nicht sozusagen die Attraktivität auf dem Platz. Die Fans wiederum haben schon eine Stimmung entfacht, da hätte ich niemals mit gerechnet in diesem Stadion. Aber das Problem ist eben auch, dass nur alleine das Geld im Endeffekt nichts bringt. Das sieht man bei einigen Vereinen auch in Deutschland, bei denen nun 49,9% investiert werden darf. Man braucht auch ein funktionierendes Management. Und ich möchte überhaupt nicht gutheißen, dass das immer mehr Geld wird. Aber wenn man zum Beispiel bei Manchester City schaut. Manchester City hat schon Jahre, bevor Pep Guardiola Trainer wurde bei Manchester City, die wichtigsten Figuren aus dem Board von FC Barcelona herübergeholt. Das waren wirklich Leute, die ich auch noch als sehr junge Journalistin interviewen durfte in Barcelona, die herausstachen aus den durchschnittlichen Management eines Fußballvereins in Europa. Und die wurden schon vorher rübergeholt. Das ist also ein ganz lange angeregtes Erfolgskonzept, was nicht ausschließlich auf teuren Spielern basiert, sondern auf einer Denke dahinter, in einer Managementstruktur, in einem Trainer, der dazu passt und so weiter und so fort. Das heißt, das muss natürlich auch stattfinden. Wenn man das nicht macht, dann bringen einem auch nicht die teuersten Spieler etwas.
Also ich habe mal, wenn ich dazwischen gehe, ich habe mal vor sehr langer Zeit gesagt, es sind viele Dinge hier in unserer Gesellschaft, die gut laufen, aber es sind auch Entwicklungen, die bei vielen Menschen die Seele nicht ernährt. Abgesehen davon, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die nicht genug Geld verdienen oder die keine Freude an ihrem Beruf haben. Die Seele wird nicht ernährt. Und ich habe vor langen Jahren gesagt, dass der Fußball, ich möchte nicht dazu beitragen, dass die Leute nur deswegen zum Fußball gehen und die Erfolge feiern, damit sie das andere nicht sehen und dass so eine Ersatzbefriedigung wird. Wenn ich diese Fans sehe, wenn ich das in Paris sehe, wenn ich das in Newcastle sehe, was soll das für einen Wert haben, wenn die Fans von Newcastle an die Decke springen, falls Newcastle mal englischer Meister wird? Dann drehen sie sich um, gehen nach Hause und das ist eine Befriedigung, die das ist so, als wenn ich mir was kaufe um die Ecke und nach 4 Wochen schmeiße ich es wieder weg und kaufe wieder was Neues. Aber Stichwort Textilindustrie. Herr Wien, sprechen Sie mal mit einem 11-jährigen, 12-jährigen, 13-jährigen Fußballfan. Der ist doch heute gar nicht mehr Fußballfan eines bestimmten Vereins, sondern der ist Fußballfan eines bestimmten Spielers. Der will wissen, wo und Messi ist. Und dieser Spieler, das ist natürlich der Hintergrund. Deshalb will man den Spieler in dem jeweiligen Verein haben. Nicht alle, aber viele. Und die können die Tricks nachmachen, die diese Spieler machen durch die Computerspiele. Also Moment mal, soll ich jetzt jetzt kommen wir erstmal zum richtigen Thema. Genau so. Jetzt sind wir erstmal beim richtigen Thema. Jetzt sind wir da, wo wir sein müssen. Ja. Soll ich jetzt mit 11-Jährigen sprechen, die ein Abbild dieses kranken Systems sind, dass sie ein Trikot von Messi haben wollen und dessen Tricks nachmachen? Nein, ich sage für mich nur die Motivfrage. Nein, ja, ich finde das schon, dass man mit denen reden sollte. Ja, klar, aber doch nicht, das zu befriedigen, was dahinter steckt. Mit wem soll man reden? Mit dem 11-Jährigen. Wenn das mein Sohn wäre, ich würde mit dem sprechen. Warum denn ja, nicht? Ja, natürlich, aber doch nicht, um zu sagen, ja, Moment, das gefällt dem, also müssen wir immer es mehr Geld. Es geht ja nicht um den Spieler, ne? Aber es geht doch darum, irgendwann mal auch klarzumachen, wo Leitplanken sind. Bin ich jetzt hier der Einzige, der irgendwie das Gefühl hat, man braucht mal moralische Leitplanken an dem Punkt. Werte. Gerade der 11-Jährige, der 12-Jährige, der 13-Jährige. Ja, die haben wir doch nirgendwo mehr. Das ist doch das Thema. Darum geht es doch. Wo haben wir die denn? Aber wenn wir so moralisch bankrott sind, dass wir sagen, weißt du was, es ist eh alles so verkommen, dass es sowieso wurscht ist, dann können wir jetzt das auch einfach den ja Saft niemand, abnehmen und nach Hause aber gehen. Aber da müsste man auch dazu sagen, das war das, was ich eben zu Herrn Magath sagen wollte, dass Saudi-Arabien in das Facebook investiert, das der 11-Jährige benutzt, dass Saudi-Arabien in die Computer-Hardware investiert, die jeder von uns benutzt. Ja. Das soll keine Rechtfertigung dafür sein. Aber das, glaube ich, meinte Herr Magath mit der Scheinheiligkeit, dass wir in Boeing-Maschinen sitzen, in denen saudi-arabisches Geld steckt, in Marriott-Hotels übernachten, Uber-Taxen benutzen. Also das hängt natürlich alles zusammen. Und deshalb finde ich, dass über den Fußball diese Diskussion eben auch angestoßen werden kann, auch wenn es naiv ist zu glauben, dass wir daran was ändern heute Abend. Aber ich möchte dem was entgegensetzen. Ich habe eben gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn Geld in den Fußball fließt. Aber ich habe ein Interview von Felix gelesen, was ich 1000%ig unterstreichen kann vor ein paar Jahren, wo es darum geht, was machen wir für eine Ausbildung, wo kommen eigentlich die jungen Spieler her, was ist mit den Trainern. So, das heißt, ich möchte dem etwas entgegensetzen. Ich möchte nicht einfach sagen, wunderbar, so funktioniert es hier. Wir machen immer so weiter und wir vernachlässigen die Kinder. Der Sport, der Fußball hier in unserem Lande, wir haben Zehntausende von Vereinen, wir haben Millionen, die Fußball spielen. Aber das spielt offenbar keine Rolle mehr, wie ich gerade mit Entsetzen höre. Wir machen zu wenig dafür. Ja, aber das ist doch, wir das machen ist doch, zu wenig dafür. Das ist doch die Wenn andere Seite Investor genau dieses großen Geldes. Ja. Also ganz ehrlich, so eine Aussage, also nicht jetzt die Tatsache, dass Sie das sagen, Sie kennen sich da viel besser aus als ich, aber wenn das der Weg ist, dass dieses viele, viele Geld dazu führt, dass man nicht mehr eine Liebe zu einem Verein entwickelt, nicht mehr zum Sport an sich, sondern dein großes Idol, ich will noch nicht mal sagen Ideal, dein Idol ist einfach nur ein 25-jähriger Multimillionär, der immer nur guckt, wo kann ich noch ein paar Millionen mehr rausholen. Das ist ernsthaft das, was wir für unsere Kinder hinstellen wollen und sagen, pass auf, bitteschön, versuch da mal hinzukommen. Ja, aber das ist und die glauben nicht an eine Mannschaft. Das ist doch das, was sich im Fußball entwickelt hat. Es geht nur noch ums Geld. Und Sie gucken doch alle nur noch nach Bayern München. Ja, ich nicht. Aber Bayern München ist nicht Fußball. Das ist eine Abart von Fußball, Bayern München. Ja, weil die sich die Beste zusammenkaufen. Der Satz steht morgen in der Zeitung. Bayern München ist eine Abart von Fußball. Was heißt das denn?
Ja, die kaufen sich die Besten zusammen, da ist nichts entwickelt, da ist nichts zusammengefügt. Die holen sich irgendwo und weil sie mehr Geld haben als alle anderen hier in der Liga, sind sie unangefochten schon seit, was weiß ich, 20 Jahren so weit oben, dass keiner mehr dran kommt. Anstatt sich die besten Spieler zusammenzukaufen, könnte man auch die besten Spieler ausbilden. Und zu der Ausbildung. Aber Bayern ist doch da, Entschuldigung, überhaupt gar nicht. Nein, das in ganz Deutschland. Ich denke, Bayern hat eine gute Ausbildung. Wo sind denn die Spieler? Nein. Wo sind denn die Spieler? Okay, ihr kennt euch da besser aus, aber mein Gefühl ist, also Bayern ist da jetzt der falsche Adressat für den Vorwurf. Nein, es geht ja darum. Ja, für den Vorwurf, dass man sich einfach Leute irgendwie zusammenkauft. Gerade Bayern München ist doch ein Verein, der seit den 70er Jahren sich sozusagen Aufbauarbeit macht, erfolgreich ist, eben nicht hingeht und sagt, wir erliegen der Versuchung des ganz großen... Entschuldigung. Also Bayern München kauft immer denjenigen, der in der vergangenen Saison am meisten Tore gegen sie geschossen hat oder sie am meisten geärgert hat, der spielt in der nächsten Saison bei Bayern München. Das ist auch legitim. Das Zusammenkaufen der Besten ist schon auch bei Bayern München, glaube ich, in Deutschland extrem. Bayern lebt doch nicht im... Bitte, ich bin der Letzte jetzt hier, den FC Bayern München verteidigen muss. Aber Bayern, Dortmund, wie sie alle heißen, die sind doch auch Getriebene dieses Systems, über das wir hier gerade sprechen. Mhm. Es geht um immer mehr Geld und Geld, also der alte Spruch, dass Geld keine Tore schießt, der stimmt doch schon lange nicht mehr. Natürlich schießt Geld Tore. Aber genau das passiert, das habe ich ja gesagt, nicht nur, dass dass alles teurer wird und manche viel, viel mehr verdienen, auch die Berater, sondern es ist auch so, dass die kleinen Clubs, wenn wir es öffnen würden für Investoren in Deutschland, 50+1, sie können ja unterhalb investieren, aber der Verein muss das Sagen haben. Wenn wir das öffnen würden, dann müssen die Vereine, die kleineren Vereine, die in der Bundesliga bleiben müssen, die müssen dann auch Investoren heranschaffen. Ich wollte was anderes sagen. Ich glaube, dass wir, wenn wir einen besseren Fußball haben möchten, bei uns in Deutschland, dass wir die kleinen Vereine stärken müssen, den Graswurzelfußball. Dass, wenn ein Investor kommt und viel Geld investieren will, dann muss er dazu verpflichtet werden, in der Umgebung des Vereines wirklich viele, viele kleine Clubs zu unterstützen. Denn nur daher kommen die Talente, nicht aus unseren Nachwuchsleistungszentren. Aber Herr Riemen, dass wir so wenig, ich möchte das bitte zu Ende führen, dass wir so wenig Top-Talente haben, hängt auch damit zusammen, dass wir unten nicht mehr so viel Fußball spielen, weil die Vereine nicht entsprechend gefördert und unterstützt werden. Ja. Und dann machen wir in den Nachwuchsleistungszentren, unabhängig von Bayern München, so viele Fehler, dass wir die Individualität nicht machen. Da haben wir schon zigmal drüber, dass die Trainer ganz jung sind, wenig Erfahrung haben. Persönlichkeitsentwicklung, Individualität zulassen. Aber wir haben genug Talente, das könnten wir machen, ohne das viele Geld. Alles d'accord. Sie wollten gerade, Frau Gilbert, mich würde das Wertesystem dahinter, ehrlich gesagt, noch mal interessieren. Bitte. Mir fiel dazu ein, dass es, glaube ich, vielleicht vertue ich mich, aber es gibt kaum eine Liga in Europa, in der die kleineren Clubs mehr Mitspracherecht haben bei Entscheidungen als die deutsche. Ja, natürlich. Deshalb, wir sind ja in Deutschland schon sehr, sehr, sehr gut aufgehoben. Aber wir diskutieren noch darüber, ob wir öffnen. Deswegen plädiere ich dafür, dass das bleibt, aber dass wir noch mehr investieren in diese anderen Dinge. Wir machen zu viel falsch diesbezüglich. Und dazu gehören auch die Werte. Denn das passiert in den kleinen Vereinen. Nicht, dass ich ein Trikot von Messi anziehe, sondern ob ich einen guten Trainer habe, ob ich Freude und Spaß am Fußball habe. Wofür steht dieser Club? Wofür steht dieser Sport? So. Was bedeutet dir das? Aber zum Beispiel. Aber darüber, das klingt ja ehrlich gesagt wahnsinnig deprimierend, was Sie da sagen, Herr Magath. Sie sagen, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur noch um die große Kohle. Was heißt das denn übersetzt? Letzte Frage in dem Zusammenhang. Wenn wir in Deutschland nicht mitmachen irgendwann bei diesem System des ganz großen Geldes, dass wir uns dann halt damit abfinden müssen, zwar moralisch einigermaßen noch integer zu sein, aber dafür halt nie wieder die Champions League zu gewinnen? Oder worauf müssen wir uns dann einstellen? Also wenn jetzt außer Saudi-Arabien noch jemand anders auf die Idee kommt und sagt, mit viel Geld könnte ich mir irgendeinen Club kaufen, dann guckt er natürlich nach England oder vielleicht auch nach Spanien, weiß nicht, und holt sich da jemand und dann kaufen die halt die besten Spiele. Bayern München hat natürlich jetzt schon ein Problem, dass eben so viele Konkurrenten in der Preisklasse von Bayern München da sind, dass die besten Spieler halt dünn gesät sind. Na, da hat auch Bayern Probleme, die Besten noch zu kriegen. Und insofern, also für mich ist das nicht der Fußball, na, die ersten acht der Champions League. Das ist genau so.
Das ist was anderes als Fußball. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Sondern auf jeder Position haben die einen Topmann. Das ist doch auch deprimierend. Nein, warum ist das deprimierend? Das ist doch total deprimierend. Das ist so, als wenn ich in die Mailänder Skala gehe und guck mir das mal an. Tut mir leid. Nein, einfach gar nicht. Also heißt das übersetzt, wenn Sie sagen, dann haben die auf jeder Position haben die einfach die Top-Leute. Gibt es sozusagen auch keine Verpflichtung von Spielerberatern, von Spielern auch mal hinzugucken, wie jetzt zum Beispiel bei Newcastle? Da werden jetzt große Angebote kommen für große, talentierte Spieler. Klar. Die werden die kaufen. Und kann man dann, wenn der Preis stimmt, einfach jederzeit sagen, klar, mache ich, ist mir egal, wo die Kohle herkommt? Ist das legitim? Das wird so passieren. Was ist legitim? Aber müssen wir darüber nicht mal eine gesellschaftliche Diskussion anzetteln? Markus, natürlich, aber so funktioniert doch unser Kapitalismus. Aber wir haben doch die ganze Zeit keine Diskussion. Wir haben jetzt Bayern München zum 10. Mal Deutscher Meister. Ja, aber Bayern München verletzt keine Menschenrechte. Entschuldigung, das ist doch eine völlig andere Situation als das, worüber wir jetzt hier in Newcastle sprechen. So eine völlig andere Geschichte. Ja, das ist auch... Wo fangen Sie an, wo hören Sie auf? Also, ich würde sagen, Bayern München trainiert da im Winter in Katar, zum Beispiel. Ja. Ich würde bei Saudi-Arabien zum Beispiel anfangen. Und ich würde mir die Frage stellen... Aber Katar ist in Ordnung. Also Katar, nein, da können wir gerne weiter diskutieren. Können wir Geschäfte machen mit Katar. Also Saudi-Arabien, nee, Katar ja. Das ist übrigens auch etwas, was die Premier League extrem unter Zugzwang gebracht hat. Weil man kann nicht sagen, okay, Katar darf investieren, aber die Saudi-Arabien darf nicht investieren. Und das wäre den Anfängen, das ist der Punkt. Richtig. Also ich hab mal eine Sache... Letzte Einlassung, ja, Zeit läuft uns davon. Ja, ich habe mal eine Sache gesagt zu Katar. Ich bin in den Diskussionen drin, ich höre das, wer sich dagegen ausspricht, wollen wir boykottieren, wollen wir nicht boykottieren. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich habe gesagt, wenn wir... ich weiß nicht, wie viele tausend Tote es dort bei dem Bau der Stadien gegeben hat. Ich habe gesagt, in unserem Podcast, der 16er, wenn... Ein bisschen Werbung. Schneiden wir raus, keine Sorge. Nein, Podcast ohne Werbung. Ich habe gesagt, wenn wir da nicht hinfahren, dann töten wir diese Leute ein zweites Mal. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber wer sein Leben gelassen hat, um dieses Stadion zu bauen und anschließend fahren wir da nicht hin. Wenn ich da hinfahre und mache als FIFA, als Nationalmannschaft, aber richtig Alarm, um auf bestimmte Dinge hinzuweisen, könnte ich mir vorstellen, dass man damit mehr erreicht. Ich weiß es nicht. Das ist nur so ein Gedanke gewesen. Wir lassen so viele Tote zu und gehen über sie hinweg, überall auf der Welt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Gedanke ist.